InsatTV. Land und Leute sind unsere Stars. Einmal jährlich öffnet die HTL Braunau die Klassenzimmer und Werkstätten zu einem Tag der offenen Tür. Künftigen Anwärtern sollen die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. Andererseits werden bei diesem Tag der offenen Tür an der HTL Braunau außergewöhnliche Projektarbeiten der Schüler vorgestellt. Es ist so, dass die vierten und fünften Klassen, die Abschlussklassen, ihre Projekte präsentieren. Wir haben also eine ganze Reihe Projekte aus den unterschiedlichsten Abteilungen, aus der Elektronik, aus der Elektrotechnik und aus der Mechatronikabteilung. Es werden also etwa 70 Projekte jetzt vorgestellt. Und wir freuen uns natürlich, als die größte Schule im Innviertel mit über 1000 Schülern, dass sehr viele Besucher zu uns kommen. Im letzten Jahr waren 800 bei uns und haben sich die Schule, die Werkstätten, die Ausbildungsmöglichkeit angesehen. Die Fachausbildungen richten sich nach der Nachfrage der Wirtschaft. Wir arbeiten sehr, sehr gerne und sehr gut mit der Wirtschaft zusammen. Unsere Schülerinnen und Schüler machen sehr oft Projekte in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft. Wir haben ein Kuratorium gegründet. Das ist eine Einrichtung, mit der wir mit der Wirtschaft sehr gut zusammenarbeiten können. Und mit dieser Zusammenarbeit hat es zum Beispiel letztes Jahr das erste Mal eine Summer School gegeben, wo sehr gute Schülerinnen und Schüler noch extra von der Wirtschaft eingeladen werden, ganz besondere Inhalte vorgestellt zu bekommen und das auch gleichzeitig in der Firma dann ausprobieren können. Über den Unterricht hinaus haben in der HTL Braunau die Schüler die Möglichkeit, sich kreativ und visionär mit fachspezifischen Themen auseinanderzusetzen, theoretisch und praktisch. Ja, Team Octopus, wie es in der HTL Braunau heißt, gibt es nun schon 20 Jahre. Wir haben eine ganze Reihe neugieriger, sehr interessierter Schüler, die dann projektorientiert an ihrem Thema arbeiten dürfen. Sie arbeiten in der Freizeit, sie arbeiten eigenständig, sie machen manchmal ganz verrückte Dinge, aber sie haben sehr viel Erfolg damit. Und wie erfolgreich, das demonstrierten drei Schüler, alle 17 Jahre jung. Im Vorjahr erhielten die drei bereits einen international anerkannten Preis. Dieses Projekt geht um Wärmespeicherung von solarer Sonnenenergie. Das Problem, das Solarkollektoren eben haben zum Heizen, ist, dass sie im Sommer so viel überschüssige Energie liefern und im Winter viel zu wenig. Jetzt haben wir die Idee gehabt, dass wir die Sonnenenergie, die überflüssig ist, in Salzkristallen speichern und für den Winter aufheben. Also wir haben Kalorimeterversuche gemacht, dass man eben bestimmen kann, wie viel Energie das in die Salze drinnen steckt, und haben dann auch Steuerungen gemacht und Programme dazu geschrieben, dass vollautomatisch läuft und dass man keine Arbeit damit hat. Wie lange hat das jetzt gedauert, dieses Projekt zu entwickeln und umzusetzen? 2,5 Jahre, und da haben wir ungefähr 2.500 Arbeitsstunden investiert. Wie geht es jetzt weiter mit diesem Projekt? Es gibt bereits Kontakte zu Firmen, aber wir wollen nichts überstürzen und unser Projekt patentieren. Die Quote an Schülerinnen in der HTL ist derzeit noch sehr gering. Es sind aber auch die Mädchen, die mit herausragenden Leistungen auf sich aufmerksam machen. Ich habe mit meinem Projekt den 2. Platz beim European Contest for Young Scientists erreicht. Bei dem Projekt ist es um Biogaserzeugung gegangen, und zwar nicht im herkömmlichen Sinne mit der Verwendung von Mais-Silage, sondern ich habe versucht, eben das Biogas aus den Maisblättern zu gewinnen, aus dem Maisstroh, eben aus dem Grund, weil das Maisstroh momentan einfach nicht genutzt wird bei uns und es einfach eine sehr große Ressource ist, die was nicht genutzt wird und wo man einfach sehr viel Potenzial noch herausholen könnte. Auf den Unterricht hat man auch am Tag der offenen Tür nicht ganz verzichtet. Und auch in den Werkstätten wurde fleißig gearbeitet. Wir machen da unsere Website. Wir haben das in der ersten Klasse mit HTML gelernt. Wir haben jetzt da mit Frames gearbeitet. Wir haben eben dort unterschiedliche Abteilungen. Rechts haben wir ein Formular, wo man sich anmelden kann auf der Seite. Da kann man eben alles einschreiben, wo man herkommen ist, welchen Namen, wofür Interessen man hat. Und da war dann ein Informationsfenster, aber da haben wir dabei noch nicht alles fertig gemacht. Und ja, schauen wir, ob wir das noch fertig kriegen und da richtig schöne Seiten zusammenstellen. Wir bauen da jetzt ein Loch in die Kronplatten rein und das Einprodukt wird dann halt ein Füllfederhalter. Image- und Öffentlichkeitsarbeit, auch das lernen die Schüler hier so ganz nebenbei. Am Tag der offenen Tür ist es ihre Aufgabe, durch die Schule zu führen. Entweder wollen sie nur wissen, in welche Abteilung sie gehen wollen, dann sagen wir ihnen die und stellen jede Abteilung vor. Und wenn sie schon eine Abteilung ausgesucht haben, dann sagen wir ihnen halt die Details. Die meisten sind schon neugierig,
vor allem, weil sie oft nicht wissen, welche Abteilungen welche Schwerpunkte haben. Und das muss man dann eben erklären, damit sie sich besser entscheiden können, ob überhaupt die HTL die richtige Schule für sie ist. Viele interessierte Eltern informierten sich an diesem Tag der offenen Tür darüber, ob für ihre Sprösslinge die HTL Braunau mit all ihren Anforderungen auch die richtige Schule ist. Mein Sohn interessiert sich sehr für die HTL und von Braunau hört man halt eigentlich nur positive Sachen. Ich glaube, dass das genau die Schule ist, das was er sich vorstellt.